Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ach, der Himmel ist schön blau. Wir sind in Athen. Aber wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Das sind wir. Da. Versteckt sie sich. Hat sie sich versteckt hier. So. Ja, sie war da einfach so nach dem Laden. Sie war, hat da nichts zu tun. Sie war da so. Bist du betrunken? Sag mal. Cassandra, hast du getrunken? Sei ehrlich. Göttin des Krieges und der Weisheit. Ich frage. Epicalumis. Epische Sonne. Oder so. So, wir folgen mal dieser Markierung, denn wir sollen dorthin. Dort gibt es was zu tun. Das wäre ja nicht so schlimm. Oder so. Weiß ich nicht. Warum ist das so weit weg? Was ist das und warum ist das so weit weg? Ach, die Pnyx. Schnyx. Doppelschnyx. Wer macht sich die Mühe, klettert diese riesen Pfosten hoch, um diese dummen Figuren da rum draufzustellen? Was eine Arbeit! Hi! Entschuldigung! Ich begebe mich zur Pnyx. Jo, da kenn ich nix. Sag ich dann hallo. Okay, erstmal aufs Klo. Ich hab nicht Druck, weil ich die ganze Zeit, seit ich hier unterwegs bin, und einmal auf dem Klo. Ich hab richtig. Richtig Druck, nur, also. Ich sag, die arme Frau muss, dass sie nie aufs Klo darf. Ich meine hier, wenn die jetzt. Also man sieht es nur, wenn sie klettert. So, dann. Da sieht man da hier, da hat sie hier. Sieht man nicht. Ich wollte nur sagen, wenn sie das Höschen nicht anhält, dann können sie einfach laufen lassen, aber dann macht sich das Höschen nass. Das ist ja nix. Oh. Sind wir mal ordentlich, gehen wir mal den offiziellen Weg. Klettern wir mal nicht die Wand hoch. Muss ja auch nicht immer sein. Tak, 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 tak. Die Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen. Doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Hier wird das hinten vom Vogel geklaut, ne? Freunde! Freunde, bitte! Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Du kriegst auch eine ab, komm! Eine gute Ernte! Zu schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Herikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Herikles, oder ich werde es. Ach, gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Ich geh jetzt einfach hier hin. Ist mir ja. Bleib zurück! Sie ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Noch nicht. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Ich habe mich extra an ihm hinter lang geschlichen, aber nee. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Pass anfassen. Ich wünsche, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Cassandra. Willkommen, Cassandra. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Das finde ich gut. Dazu sagst du nichts?
Andere täten gut daran zu erkennen, dass auch ein Schweigen eine klare Antwort sein kann. Die Menge stürzt sich auf die erstbeste leichte Antwort wie ein hungriger Hund auf einen Knochen. Herikles, wir sind hier um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Ich sagte Cassandra, dass du sie vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Du bittest mich, das Athenervolk auszuschließen, um eine Fremde einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn sie für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge sie vielleicht als Dienerin wahr. Ich bin niemandes Dienerin. Cassandra, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Und was genau ist es, was du willst? Wir alle wollen etwas. Wir alle wollen etwas, selbst du. Du liest lieber in anderen, als etwas preiszugeben. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Metiochos. Er sollte mich heute treffen. Und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch etwas? Ja, ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Scherbengericht? Der Begriff Exil ist dir vielleicht geläufiger. Hier in Athen stimmen wir darüber ab, wer von zwei Personen gehen muss. Es geht um den Sophisten Anaxagoras und einen anderen. Der Vorwurf lautet Gottlosigkeit. Mein Kontakt bei der Agora kann dir mehr sagen. Ja, alles klar. Metiochos, du sagtest, er sei ein Freund? Ein Politiker und Verbündeter. Und einer meiner treuesten Freunde. Phidias? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschiedener Vergehen angeklagt und erwartet sein Verfahren. Du findest ihn gut bewacht in seiner Werkstatt. Okay. Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Oh, das ist schwierig. Also, da würde ich das jetzt... Das liegt gut. Es ist nicht direkt eine Einladung, ja. Aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Aspasia. Solange ich sie bekomme. Staatsführer in der ganzen Welt hinterlassen Söldneraufträge an Nachrichtentafeln. Schließe diese Aufträge ab, um dir große Belohnung zu verdienen. Ja, das kennen wir ja. Mehrere Quests angenommen. Also ich muss mich langsam daran gewöhnen, dass ich weder Spatiat noch Athener bin, sondern einfach für den arbeite, der das meiste zahlt. Der Weg zum Symposion. Wer soll den Speer sammeln? Achso, ja, ja, das ist ja alles klar. Das ist alles, komm hier, zack, 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 bum, bum. Machen wir das jetzt am nächsten. Was bist du? Ah, du bist der... Der Aufrührer. Für den kann ich natürlich auch einen Job übernehmen, aber ob das so schlau ist im Moment... Diskretion, da kommen wir rein. Hol mich hier raus! Die Tür sah so offen aus irgendwie. Es ist wieder so ein Haus, das wieder so ein Haus ist. Ich mag ja so Häuser nicht, wo man nicht reinkommt. Was ist los?
So, was ist hier los? Warum sind hier so viele Schlangen? Was? Bitte was? Bitte wie? Was sind denn das für Überschlangen? Hä? Bitte was? Ist nicht dein Ernst? Hä? Ein Schlangenbiss und dann... Oha, ich sterbe. Tot? Was? Was? Warum sind hier so viele... Unrealistisch. Drecksviecher. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht, also danke. Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag, besonders zur Zeit. Perikles schickt mich, er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Warum tut jemand sowas? Politiker sind leichte Ziele in diesen rauen Zeiten. Sie haben gesagt, ich wäre eine Schlange. Und sollte auch durch Schlangen sterben. Ich möchte eigentlich gerne weiter über die Schlangen reden. Ah. Warum tut jemand sowas? Das kann ich sogar. Politiker sind leichte Ziele in diesen rauen Zeiten. Sie haben gesagt, ich wäre eine Schlange. Und sollte auch durch Schlangen sterben. Okay, ja, okay, das ist alles aber Quatsch. Hast du deine Entführer erkennen können? Perikles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Ach ja? Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt. Doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar. Das waren Sven, Georg und Malte. Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Sie gehören zu Kleons Anhängern. Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Ich spüre sie auf, Meteochus. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Immer mit der Ruhe. Hast du Schätze, die ich dir rauben kann? So belohnungsmäßig? Nö. So, dann schauen wir mal, wo die sind. Wo die Salabas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 alab
Es sieht irgendwie danach aus, als hätten Meteochos Angreifer Hintermänner gehabt. Jetzt ist es Zeit zuzuschlagen, Perikles, korrupter Freund. Meteochos hat die Armen schon zu lange unterdrückt, denn die Schlangen, du weißt, was zu tun ist. Meteochos ist nur der erste. Denk an Cleons Worte. Sie sollen uns zu großen Taten inspirieren. Schlangenbissen. Die Leiche wurde versteckt, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Super versteckt, nebendran hackt einer Holz, aber den Tod hat er nicht gesehen. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemandes Werkzeug waren. Nur wessen? Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt Meteochos angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Ach, arme Arktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Okay, ich erkenne Sven, Georg und Malta, aber wer ist der vierte? Warum sollte Meteochos sterben? Wir sind Gefangene in unserer eigenen Stadt. Wegen Perikles und seinen Freunden. Der Schlangenhändler sagte, wir müssten eine Botschaft senden. Sie leiden lassen. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlangen gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Ich bin erstmal freundlich. Lasst euch nicht benutzen. Sagt mir, wo der Schlangenhändler ist. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Zeit zu sterben. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern, doch das geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke, wir versuchen es. Ich befreie Athen von diesem Schlangenhändler. Ja, versucht mal hier aus diesem liederlichen, keine Ahnung was zu machen. Guckt mal, wie ihr dieses Wasser hier rauskriegt und so. Baut am besten mal irgendwie eine sichere Mauer um euer Dorf, dass dieses Wasser hier nicht permanent immer wieder reinfließt. Und dann lasst das mal jetzt zu einem richtig schönen Ort werden, meine Freunde. So, Schlangenhändler. Willst du mich verarschen? Die Schlange ist schon tot. Da ist der Schlangenhändler. Sollen wir noch mal reden? Nein, ne? Was bringt das schon zu reden? Den Schmerz meines Kindes. Willst du mich verarschen? Was willst du damit beweisen? Dein Glück ist verbraucht. Scheiße, was ist denn los mit denen hier? Das ist ein fucking Schlangenhändler. Warum ist er so stark? Was ein Knilch. Ja, ich dachte, komm, probier's mal aus. Ich hätte mal Heilung nehmen können sollen nehmen. Ich muss auch nicht, dass es so. Ja, in dem Moment, wo ich von oben drauf gucke, attentatmäßig und schon merke, Alter, stabil, der Junge. Hätte ich eigentlich schon. Ja, wir stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Hätte ich eigentlich schon mal hier direkt
Kollege Schnürschütze erlegen sollen. Ist der da? Wieso ist der da? Ist der völlig bescheuert? Spüre den Schmerz meines Gifts. Ja, ja, okay, ich verteidige, aber er hat keinen Bock oder was? Alles klar. Ich drück zwar Q, aber das ist ihm egal. Ach komm, Alter. Das ist ein scheiß Schlangenhändler. Wie kann der so stark sein? Das ist ja wohl lächerlich. Okay. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, ich muss ja kämpfen. Attentat stirbt er ja nicht. Wieso ist so ein Level 17 Fuzzi so stark? Vor allem, der hat kaum Rüstung, wieso hält er so viel aus? Auf dich. Nur auf dich. Noch suchen. Dumm. Brennt der ganze Busch ab.
jetzt aber auch von Pfeilen nahezu keinen Schaden nimmt. Frech. Hier ist alles abgebrannt. Schwören können. Ja, aber das Spiel kann man auf diese Weise eine Weile treiben, denn der nimmt ja kaum Schaden von den Pfeilen. Das ist ja. Ein Phantom, mein Lieber. Du kannst mich niemals gesehen haben. Ich war schon längst hinten wieder runter. Jetzt überall Schlangen, das ist ja auch belastend. Ah. Danke dir. Der guckt jetzt verwirrt, weil seine Schlangen tot sind oder wieder was. Denn? Das versuchst schon die ganze Zeit, machst du aber doch nicht. Das war knapp. Das ist mein Ende. Das war's also? Er schießt sogar mit Giftpfeilen, der Wichser.
kommt von da! Ich hätte schwören können. Ist schon halb nieder. Von da drüben schießt jemand auf uns. Naja. Bleib hier und kämpfe. Ja. Bleib gefällig stehen. Du bist die Mühe nicht mehr. Versteckt dann hier in der Nähe. Ja, ist korrekt. Das zieht sich jetzt noch ein bisschen hin, das tut mir leid, aber ich habe keinen Bock, mich von dem Typ wieder umnieten zu lassen, weil er einfach komplett übertreibt. Deswegen müssen wir das leider mit ein bisschen Ruhe machen und den Kerl ein bisschen verorschen. So. Mal gucken, dass er uns den Rücken zudreht. Da können wir ihm mal auch wieder einen Pfeil reinjagen, da kommen wir nicht durch, ne? Doch, da würden wir sogar durchkommen. Was soll ich noch suchen? Ist jetzt blöd, wenn er nicht jetzt hier rumkommt, sieht er mich. Oh, ja. Hat er schon eine Schlange erledigt, das ist gut. Schön, dass mein Angriff funktioniert hat. War doch schon mal ganz gut, oder? Warum hat er den Angriff eben so verkackt? Eigentlich müsste ich jetzt einfach mal warten, dass er sich mal wieder zur Ruhe setzt, einfach mal wieder irgendwo hinpflanzt und einfach mal aufhört, da rumzurennen. Und dann können wir mal wieder so einen Dingsangriff probieren. Aber das hat ja eben irgendwie nicht gescheit funktioniert, weil er noch einfach zu sehr irgendwie auf Dings war, auf Obacht eben. Komm, hock dich doch einfach wieder an das Zelt und halt die Klappe. Muss doch nicht sein, dass du jetzt hier auf und abläufst. Na komm, geh heim. Macht geschmeidig.
Na also. Und jetzt rück dich wieder auf dein Stühlchen. Nehmen wir das Zelt. Dahin. Hock dich dahin und hol die Klappe. Sehr schön. Sehr schön. Du hältst mich nicht auf. Ja. Heute findest du den Tod. Bin ich dagegen? Sag ich ganz ehrlich. Tod finden bin ich dagegen. Warum sollte ich? Schieß dir in den Fuß. Oh. Kann nicht weit sein. Ich finde sie. Jetzt dreht er wieder ab. Was war denn das? Bisschen doof ist er schon. Die Pfeile kamen von da. Ja, von hier. Jetzt stirbst du. Wäre ich mir nicht so sicher. Als sie sich versteckt, dann hier in der Nähe. Ja. Ja, sowas macht sie. Perikles Freunde sollten nun wieder sicher sein. Och, du Schande. Giftmischerdolch. Alter, was ein zäher Bursche. Ich habe Ausrüstung, die besser ist als die derzeit ausgerüstete. Ja, das da muss ich in der Tat gleich mal nachschauen. Der war ja jetzt ein bisschen anstrengend, der Kollege. So, dann melde ich mich bei Meteoros, aber erst in der nächsten Folge. Ich habe schon wieder komplett überzogen. Wahnsinn, Alter. Ich danke fürs Zuschauen und Abo und Like nicht vergessen, ne? Weißt du Bescheid und wir sehen uns nächste Folge. Tschüssen.